Und weiter geht's. Warme Kleidung benötigt. Okay, einer meiner Kolonisten braucht warme Kleidung. Und zwar Nuno. Nuno braucht warme Kleidung. Okay, aber hat sie nicht einen Parker an? T-Shirt aus Sindgarn, Parker, Hose aus Sindgarn. Sieht da eigentlich alles ziemlich warm aus. Wutanfall, Heiko, was ist da los? Okay, zu Ort springen. Okay. Oh nein, nicht die Wand. Oh je. Beschädigte Kleidung, muh. Okay. Oh je. Können wir das mal alles einsammeln hier? Ach, das ist eine biokodierte Pistole. Normale Schrotflinte, normale Maschinenpistole. Okay. Dann nehmen wir das mal. Ach so. Außerhalb der erlaubten Zone. Okay. Ich sehe es. Ich sehe es. Okay. So. Mann, Mann, Mann. Habe ich überhaupt schon guten Tag gesagt? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Ach du meine Güte. Hat schon jemand den Kopf abgefressen, aber gut, solange die Tiere essen. Axt aus Stahl, schlecht. Okay. Bin es immer noch ich hier? Okay. Können wir nicht langsam mal aufhören mit dem auf Sachen einschlagen? Siehst du, geht doch. Okay. Gut, jetzt müssen wir hier. Ach so, da haben wir Gräber schon geplant. Gut. Auer van Roberon besucht die Kolonie. Ein paar Waren zum Handeln. Okay. Sehr gut. Kerstin. Inspirierter Handel, ja. Sehr gut. Handel mit brennt. So, dann schauen wir mal. Normale Schrotflinte, schlechte Qualität, wird verkauft. Sturmgewehr, Impulsgewehr, Molotow-Cocktails, braucht kein Mensch. Parker aus Schweineleder, übel. Übel, schlecht, schlecht. Jump Packs könnten wir kaufen hier, haben wir aber nicht genug Geld. Bauteile. Und Medizin können wir hier kriegen. Und Überlebensration. Ich glaube, vielleicht behalten wir die schlechten Parkas. Oder zumindest den. Okay, dann haut's hin. Nein, nicht die Rentiere essen alles. Scheiße.
Scheiße, ich habe die ganze Ration aufgefressen, scheiß Rentiere, bevor ich irgendwas tun konnte. Super, super gut. Okay. Können wir das nicht mal vielleicht reinbringen hier? Bevor es kaputt geht. Dankeschön. Ach ja, richtig, Markus war ja im Gefängnis. Okay. Linke Lunge zerstört. Nein! Fehlgeburt. Ah je. Markus wird hoffentlich rekrutiert, ne? Ja. Und Ratte auch. Okay. Wen haben wir als Aufseher? Kerstin können wir nur noch als Aufseherin für Markus. So. Oh wow, der Waschbär hat der Leiche den Kopf abgefressen. Scheiße. Warum sind hier Minusgrade? Ah, siehst du, es geht doch. Okay. Warum liegt Efim immer noch da nieder? Lebensmittelvergiftung. Haben wir hier Schiefer. Okay. Stühle aus Schiefer geht nicht. Ist ja gemein. Vorratskapsel. Vielleicht ist da irgendwas zum Essen bei. Bierwürze. Toll. Naja. Besser als nix. Okay.
Okay. Wow, okay, das Zimmer ist sehr kalt, sehe ich gerade. Okay, Markus meditiert, hat aber mittlerweile kaum mehr gesundheitliche Probleme, aber ich sollte mal hier den Debug-Modus abschalten. Entwickler-Modus. Zack. Brauchen wir momentan nicht. Ah, super Sonnenfinsternis. Gott sei Dank stört uns das nicht, weil wir Geothermie haben als Energielieferant hauptsächlich. Nicht nur hauptsächlich, ausschließlich, so wie es aussieht. Okay. So. Verteidigung ist wieder einigermaßen okay. Hier könnte man eigentlich auch noch prima einen Raum draus machen, ne? Schon wieder eine Nahrungsmittelvergiftung. Was ist hier bloß los? Nussi fegt den Speiseraum durch. Was fehlt hier eigentlich? Holz fehlt hier, okay. Wir haben nicht genug Holz scheinbar. Doch, wir haben 1500 Holz. Fehlt sonst noch irgendwas? Stoff? 70 Stoff fehlen, okay. Das wird eine Weile dauern, bis wir die wieder haben. Beobachtet die Sonnenfinsternis, okay. Sollte man nicht mit bloßen Augen machen. Grad, das ist immer noch zu kalt. Gefängnisausbruch, Ratte und Markus tun sich zusammen und wollen aus dem Gefängnis ausbrechen. Okay. Gefangene versuchen eher einen Ausbruch, wenn sie zahlreich. Okay. Wow, Markus und Carsten niedergeschlagen. Oh, Markus hat Carstens Waffe geklaut. Ah! Okay. Gut, das reicht. Nussi ist tot? Nee. Okay, okay. Nimm Markus gefangen. Okay, nimm den gefangen. So, dann können wir hier Chemiker retten und
Nussi retten. Oh Mann. Okay. So, dann gucken wir uns mal die Verletzung an. Nussis linkes Ohr ist abgeschnitten. Linkes Auge, ja gut, das ist sowieso kaputt. Niere, Oberkörper, das sieht alles nicht so gut aus. Und aber Carsten geht's eigentlich ganz gut. Nussi ist relativ dringend. Hoffentlich kommt Bench rechtzeitig. Und wie sieht es hier bei den beiden aus? Markus, tot in 7 Stunden, linke Lunge zerstört, aber alles andere ist noch heil. Sehr gut. Und hier ist auch noch alles heil, ja. Ach cool, okay. Die überleben alle 4. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Kerstin steht da immer noch. Okay. Okay. Mann, Mann, Mann. Die Verurteilten. Okay. Herakus Apokos, Herzog der Fraktion des Exodus-Imperium, ersucht deine Hilfe, Herakus. Königliche Archäologen haben kürzlich 2 Gefangene aus einem antiken Kryptoschlafbunker geborgen und wollen diese nun verhören. Um die Gefangenen vor Feinden am Hofe zu schützen, möchte Herakus, dass du sie über einen Zeitraum von 9 Tagen bei dir unterbringst. Die Gefangenen sind an Blutfäule erkrankt und müssen täglich behandelt werden. Das klingt nach Blutfäule. Nee, das klingt schon wieder zu kompliziert. Dankeschön, keine Blutfäule, wo die dann sterben. Und ich hier bin verantwortlich dafür am Ende. Ist hier zu hell oder was? Irgendwie brauchen wir mal jemanden, der hier hauptsächlich sauber macht. Du hast erfahren, wie du von diesem Planeten kommen kannst. Der Hofstellarch der Fraktion des Exodus Imperium wird traditionsgemäß jedem Grafen seines Herrschaftsbereichs, sofern darum gebeten, einen Besuch abstatten. Wenn du ihn einlädst und seine königlichen Bedürfnisse über den Zeitraum... wir können uns ja noch nicht mal selber zufriedenstellen. So... Machen wir erstmal die ganzen Türen wieder heil hier. So. Vielleicht sollten wir die hier reinbauen. Weil ich glaube, die geben leicht... Dingens ab hier. Oh, Nussi hat einen medizinischen Notfall. Linkes Ohr abgeschnitten. Ja. Nussi kann bald so eine hier Phantom der Opermaske tragen auf der linken Seite. Nichts mehr in Ordnung.
Oh je. Heiko ist auf einer Beleidigungstour. Er wird zufällig rumlaufen und zufällig Leute beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Unansehnliche Umgebung. Okay, gut. Ist besser als auf Zeug einschlagen. Okay, jetzt beleidige ich Nussi. Heiko beleidigte respektlos den Stellenwert von Nussi und von Mu. Und von Nussis Nahkampffähigkeiten. Okay. Ah. Prügelei mit Heiko. Ah! Oh je. Das ist aber gemein. Prellung, okay. Okay, gut. Stopp. Halt. Wir brauchen... Oh Mann. Wir brauchen jemanden, der hier nur sauber macht. Nussi ist ja eigentlich Gärtner. Das kann er momentan nicht machen, weil es zu kalt. Also stellen wir ihn mal hauptsächlich auf Reinigen. Dann wird hoffentlich alles sauber hier. Jemand, der sich ja um die Tiere kümmert. Bauen haben wir auch. Also was ist das Problem hier eigentlich? So, Nussi. Wer war da noch? Carsten. Präzisionsgewehr, okay. Gut. Sind jetzt alle wieder bewaffnet? Ich auch nicht, okay. Nein! Mu ist in einen Blutrausch verfallen. Sie hat sich entschlossen, Bench umzubringen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war starke Schmerzen. Bench? Okay. Mal gucken. Oh nein! Okay, jetzt ist Mu auch im Gefängnis. Bald sitzen alle im Gefängnis. Sowas. Wir können ja gleich alle einsperren dann. Das ist ja echt furchtbar. Mitten auf der Party. Party ist vorbei, ja. Das mag's wohl sagen. Okay. Können wir hier die Zone vergrößern? Hungernde Tiere? Nee, verrückter Hase. Okay, zum Ort springen. Der wird hier sowieso durch die Fallen rennen und dann genauso wie dieser Waschbär. Ja, oder Bench erschießt ihn. Oder lässt sich von dem Hasen totbeißen.
Siehst du, geht doch. Mech-Cluster mit Klimaregulator. Ein mechanoider Cluster ist in der Nähe von Filmabendhausen gelandet. Ein Klimaregulator ist, der die regionale Temperatur um 10, minus 10 Grad verändert und ein Mech-Cluster ist. Okay, macht grammatisch nicht viel Sinn. Der Mech-Cluster bleibt so lange bestehen, bis du ein Team dorthin schickst und es zerstört. Zerstörst. Ach so, das ist nicht hier, das ist nicht, sondern das ist auf der Weltkarte woanders, aber in der Nähe. Und macht uns, ja, großartig. Scheiße, macht uns das Wetter kälter. Okay. Haben wir nicht sowieso schon gebraucht. Fuck. Okay. Minus 21 Grad. Nussi versteckt sich im Raum. Du sollst sauber machen, Mensch. Es läuft alles nicht so gut dieses Jahr. Ja, Hauptsache Tuffy kann wieder laufen. Okay. Weißt du was? Wir stellen alle mal auf Reinigen. So. Und machen mal einfach alles sauber jetzt. Weil es sieht alles nicht so schön aus hier. Und können wir nicht noch Schnee schippen? Gibt es nicht auch eine Schneeschippen? Ich dachte, es gäbe auch eine Schneeschippenfunktion, aber scheinbar nicht. Ein bisschen Tierpflege brauchen wir noch. Und ein paar Aufseher brauchen wir auch für die ganzen Rabauken, die wir einsperren mussten. Mann, Mann, Mann. Alle haben Zusammenbrüche. Das ist der nächste, den wir dann einsperren können, oder was? Ich fürchte, wir müssen vielleicht die ganzen Tiere schlachten, weil wir können die nicht ernähren hier. Hier nicht Tierleichen sind hier drin, ne? Ja. Machen wir mal kritische Priorität fertig. Hier überall das Blut weg. Braucht nur einmal regnen, dann ist das Blut sowieso weg. Naja, das war's wieder für heute. Ja, irgendwie ist das Ganze ein riesiges Chaos. Vielleicht ist es doch besser, wenn man die
Kolonien irgendwie organisch wachsen lässt, anstatt eine fertig hinzustellen hier. Aber gut, wissen wir dann für Staffel 4 Bescheid, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir mit dem erstmal leben hier. Jacke bleiben. Eine Gruppe ausgesetzter oder verirrter Jacke hat das Gebiet betreten. Okay. Interessant. Gut. Ich speichere mal ab und dann schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht mit irgendwie der Hälfte der Leute im Gefängnis und komischen Mechanoiden, die das Wetter scheiße machen. Ja. Ist zumindest sehr winterlich. Nehmen das ja alles im Voraus aus. Ich weiß nicht, ob draußen gerade Schnee liegt. Wenn ja, dann passt es. Wenn nicht, dann ist es ein guter Ersatz vielleicht. Und drückt, wenn ihr mir den Gefallen tun mögt, den Abonnieren-Button und diese blöde Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn ein neues Video kommt von mir. Und schreibt vielleicht einen Kommentar, wenn ihr irgendwie eine geniale Methode habt, um aus dieser Bredouille, in der wir gerade stecken, rauszukommen, ohne noch mehr Leute ins Gefängnis schicken zu müssen. Oder so. Jo. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf und landet nicht im Gefängnis. Ciao.